Genau, während die da unseren Kaffee trinken, könnten wir hier oben vielleicht eine Runde Mahjong spielen, ne? Na, wenn du meinst, die trinken da unten nur Kaffee, dann bist du aber hier bald die scharfe Malzweg, mein Lieber. Hä, man die sonst? Keine Ahnung. Kaffee trinken, Briefmarken angucken. Na, die packen sich jenseitig an die Klönker, mein Jung. Ja, ja. Oh, mir ist schon ganz heiß. Na gut, dass ich diesen Fächer hier hab, der wie ein Helikopter klingt. Na, sag mal, was ist eigentlich ein Helikopter? Also, eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Es ist nämlich ein ganz schön blödes Wort. Je öfter man es sagt, desto dümmer klingt es. Helikopter! Helikopter, Helikopter! Ja, du hast schon recht, aber aus deinem Mund klingt es sexy. Ja, ich weiß, ich habe eine total erotische Stimme. Pfui, was sind denn Klönker? Hm? Naja, Klönker eben, ihr Größe, Knickknack. Ah, Donald! Wusch! Jack! Jetzt bleib mal schön da stehen und dreh dich nicht um. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Rate mal, was ich hier habe. Voila! Ah, die kenne ich. Das ist die Dose mit den viereckigen blauen Bonbons drin. Ja, mit Pfefferminzgeschmack. Ah, Pfefferminz. Ich will eins. Los, sag schon. Ja, was soll er denn sagen? Was willst du denn von dem wissen? Ja, Mann, ich will jetzt wissen, was Klönker und Dongel sehen. Hep. Oh, wie ich sehe, kannst du ja richtig gut ziehen. Oh, das macht mich total an. Ja, da kriege ich ja richtig Lust, ein paar ungezogene Sachen mit dir anzustellen. Bum, bum. Na, wie sieht's aus? Ey, das ist bestimmt was voll Versautes, ey. Ey, willst du etwa sagen, dass Jack versaute Sachen macht? Verpiss dich, du Arsch! Aber 100 Pro macht der gerade was Versautes. Oh, du, ich bin ja wirklich gerührt, aber ich glaube, ich will bei deinen komischen, versauten Sachen einfach nicht mitmachen. Ja, weißt du, ich bin nämlich ein anständiger Kerl. Und mir ist aufgefallen, dass du unter deiner komischen Lückchenperücke anscheinend auch einer bist. Also frag doch einfach mal deine Perückenjungs da draußen, hm? Jack, ich kann dir nicht ganz folgen. Hör mal zu, ich stehe einfach nicht auf Jungs. Oder findest du an mir irgendwas tundig? Na, dann schlag dir das aus dem Kopf. Was ist das? Mein Bus ist da, ich muss weg. Tschüss!